Guten Abend. Vor einiger Zeit hat der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Markus Rösler, die für den Nationalpark geplante Fläche von 10.000 Hektar Wald als Muckenschiss bezeichnet. Wir, die wir hier leben, nennen dieses Gebiet jedoch Heimat. Es ist der Wald, in dem, von dem und mit dem wir leben. Und diesen Wald in unserer Umgebung, man könnte sagen, unsere direkte Umwelt, wollen wir schützen. Und es ist unglaublich widersprüchlich, dass wir unsere Umwelt ausgerechnet vor den Grünen schützen müssen. Aber bei der Sache sind ja noch andere Dinge seltsam verdreht. Als es beispielsweise um Stuttgart 21 ging, da protestierten die Grünen, so ein Projekt dürfe man nicht gegen den Willen der Bevölkerung durchdrücken. Aber genau das versuchen sie hier. Und dieses politische Projekt, denn um Naturschutz geht es dabei eigentlich nicht. Ganz am Rande. In Baden-Württemberg gibt es ca. 500 Schon- und Bannwälder und mit dem Naturpark Schwarzwaldmitte-Nord haben wir den größten in ganz Deutschland. Also nochmal, dieses politische Projekt Nationalpark soll gegen unseren Willen vor unserer Haustür in unserem Wald durchgesetzt werden. Und damit sind wir nicht einverstanden. Ich bitte darum, bei dieser ganzen Diskussion, egal ob man dafür oder dagegen ist, nicht zu vergessen. Für die einen ist es vielleicht nur ein Muckenschiss, für die anderen aber die schönste Heimat der Welt. Danke. Applaus